Und nun kommt ein Mitmachvideo zum Thema Frühling mit Irina Gebauer. Hallo Kinder, hier ist Irina. Lass uns zusammen auf den Frühling freuen. Und ich habe wieder eine passende Melodie dazu. Vielleicht kennt ihr diese Melodie auch. Ich habe das aber auf der Geige gespielt. Eine Schalmei gibt's heutzutage im Museum. Kaum jemand spielt eine Schalmei. Was ist eine Schalmei? Ihr könnt es sehen. Es ist ein Blasinstrument aus Holz. Also ein Holzblasinstrument. Und ein bisschen ähnlich sieht es eine Blockflöte aus. Es ist nur unten ein bisschen breiter als bei der Blockflöte. Diese Schalltrichter. Und vielleicht das gibt auch eine Schalmei einen kräftigeren Ton. Und auch eine Schalmei hat ein Rohrblatt. Sogar ein Doppelrohrblatt. Wie heute ein Fagott oder eine Oboe mit dem Doppelrohrblatt spielen. Und das wird dann hier befestigt und die Luft kommt so rein. Ich spiele ja keine Schalmei und Blockflöte müsste ich üben. Deswegen spiele ich heute Geige bei diesem Lied und nicht Schalmei. Und wir können aber noch bei diesem Lied eine ganz, ganz tolle Sache lernen. Weil dieses Lied ist wie einige andere auch, kann man im Kanon singen und spielen. Was ist ein Kanon? Das ist, wenn bei einem Lied kann man zu der anderen Zeit nochmal anfangen zu singen oder zu spielen, einsetzen, sagt man dazu, und es klingt immer noch wunderbar zusammen. Manche Lieder kann man dann zu zweit, zu zwei Stimmen im Kanon singen und spielen, manche zu drei Stimmen, manche sogar zu vier Stimmen. Unser Lied ist heute mit drei Stimmeinsätzen spielbar. Und ich will euch etwas sichtbar machen, was man sonst nur hören kann. Habt ihr ein paar Tücher vorbereitet? Das können Küchentücher sein, das können Schals sein, einfach drei verschiedene Tücher oder sogar Taschentücher gehen auch. Ich habe für euch etwas Besonderes vorbereitet. Da sind meine Frühlingszwiebeln für ein anderes Lied gedacht. Das sind auch Tücher und ich habe die wie kleine Blumenzwiebelchen geformt. Und die nehme ich jetzt dann. Und immer wenn erst eine Stimme zu hören ist, nehme ich dann ein Tuch in die Hand. Wenn die zweite Stimme hinzukommt, nehme ich die zweite Zwiebel dazu. Wenn drei Stimmen dran sind, kommt die dritte dazu. Und wie die Stimmen dann gehen, nehme ich die Zwiebeln auch weg. So wird es gleich sichtbar, wann welche Stimme spielt. Seid ihr bereit? Holt noch schnell eure Tücher. Ja, bis gleich. Thank you.
war nicht so schwer. Stimmt's? Wir sehen uns gleich. Ich habe heute noch ganz viele andere Sachen für euch vorbereitet. Bis gleich!